Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Cold War Video möchte ich euch das neue Super Easter Egg zeigen. Und zwar müsst ihr hierfür auf die Ausbruch Map Zoo. Ich würde euch empfehlen, geht auf privates Zombie Match und sucht Ausbruch Kollaps. Denn dort habt ihr die Möglichkeit zwischen zwei Maps zu wählen. Und dort ist es halt wahrscheinlicher, dass ihr dann die Map Zoo bekommt. Wenn ihr dann die Zoo-Map habt, dann müsst ihr an einen bestimmten Ort gehen und zwar gibt es hier so einen neuen Bereich. Das Ganze ist so eine Art Altar und ich zeige euch auf der Karte, wo das ist und zwar hier ganz rechts. Wenn ihr dann hier seid, Leute, und die anderen Haupt-Easter Eggs beendet habt, dann könnt ihr einmal hiermit interagieren und ihr seht schon, deine Waffenrarität wurde auf Level 3 verbessert. Dann kommt halt diese Cutscene, Leute, und oben habt ihr dann eure Erfolge, kriegt auch noch eine geheime Visitenkarte, sofern ihr die anderen Easter Eggs alle gemacht habt. Und nachdem ihr das gemacht habt, Leute, werdet ihr jedes Mal, wenn ihr eine Zombie-Runde sucht und die Runde startet, immer mit einer lilanen Waffe spawnen. Also ich persönlich finde, das ganze Super Easter Egg ist jetzt nichts Besonderes, hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Jedoch ist das Ganze sehr gut für Leute, die ihre Waffen leveln wollen, denn die macht erstmal eine Zeit lang guten Damage. Und wenn ihr auf Gold machen wollt, Leute, ist das nur noch eine Stufe. Also ihr braucht auch nicht mehr so viel Schrott. So, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und in Zukunft nichts mehr verpassen wollen, können jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!